Willkommen zurück bei God of War. Wir befinden uns vor dem Haus der guten Waldhexe, vor dem Haus von Freya. Ich möchte Waldhexe gar nicht mehr sagen, das ist viel zu gemein, oder? Und, ja. Schildi schläft, ich nenne sie einfach mal Schildi, die gute Schildkröte. Und wir wollen uns jetzt aufmachen zurück zum See, denn wir wissen ja inzwischen, dass der Weg, den ich hier gehen wollte, vollkommen falsch ist. Weil ich glaube einfach mal, dass wir hier in irgendeine Höhle reinschwimmen müssen. Beziehungsweise reinpaddeln müssen mit dem Bötchen. Ist aber nicht schlimm, dann haben wir immerhin hier die ganzen Schnellreisepunkte freigeschaltet. Und können dann jetzt, nochmal zurückgehen. Juhu. Und dann unten mit Hilfe des Portals zurück zum See gehen. Und von dort aus reisen wir dann mit dem Boot in Richtung der Höhle, die uns dann hoffentlich zur Nebenaufgabe von Brock führen wird. Ihr wisst ja, erst Brocks Nebenaufgabe und danach die von seinem guten Bruder, die uns ja dann in Richtung der Hauptaufgabe führen wird. Dass wir so ein bisschen Ordnung bzw. Gliederung drin haben. So, einmal nach unten bitte. Zack. Also, will Odin dorthin, wo er nicht hinkommt? Soll das heißen, dass er auch nach Jötunheim will? Ja. Er ist geradezu besessen davon. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, seit wann erzähle ich Unsinn? Baldur wollte durch uns den Weg nach Jötunheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jötunheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jötunheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt. Dann hast du jedenfalls zugehört. Was? Wenn Odin und Baldur nach Jötunheim wollen und glauben, dass wir der Schlüssel sind, woher wussten sie das, bevor wir selbst überhaupt wussten, dass wir dorthin müssen? Mimir besteht darauf, dass es Sinn ergibt. Ja, wir sind ja nicht der Schlüssel, weil wir wissen, wie man da hinkommt, sondern wahrscheinlich, weil wir Götter von woanders sind, oder? Oder beziehungsweise, weil Kratos der Gott des Krieges ist. Das weiß ich selber ja nicht. Aber ich denke mal, das wird irgendwas damit zu tun haben. Ich finde es immer noch unglaublich blöd, dass wir nur dahin reisen können. Ich verstehe das nicht so richtig. Das Schnellreisesystem scheint sich wirklich sehr, sehr langsam zu entfalten. Jetzt sag mir nochmal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jötunheim gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Ach du Schande, okay. Odin sammelt Prophezeiungen. Er will das Schicksal durch sein Wissen über die Zukunft lenken. Vielleicht glaubt ihr, wir werden eines Tages zu einer Bedrohung. Zumindest weiß er, dass wir einen Weg nach Jötunheim suchen. Und das wusste er also tatsächlich, bevor Kratos und Atreus es selbst wussten. Aber sie waren geschützt durch das Siegel, das wir durch das Fällen der Bäume beseitigt haben. Wie doof eigentlich, oder? Also wollte Faye wirklich, dass wir... Ich hab keine Ahnung. Wer ist Faye überhaupt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur irgendeine Kriegerin war. Na gut, wir müssen... müssen wir jetzt dahin, oder... Ja, in etwa. Ich habe keine Ahnung, ne? Weil diese Strichelchen zeigen ja eigentlich immer Höhlen an. Also eigentlich müsste da irgendwo ein Weg sein, der uns dann zur Nebenaufgabe führt. Ihr habt es ja gesehen über die Hütte der Hexe. Über Freyas Hütte kommen wir doch auf jeden Fall nicht hin. Okay. Nee, schon nach links. Ich bin gespannt, was es mit den Walküren auf sich hat. Vielleicht müssen wir durchs Gerippe. Leider nein. Was ist denn da im Wasser? Wo denn? Da. Da, da, da. Emir, was kannst du mir über die Riesenfrau mit dem Bogen erzählen? Ihr Name war Skadi, Königin der Jagd. Ihr Vater hieß Thiassi, der die Gestalt jedes wilden Tiers annehmen konnte. Er lehrte Skadi, sie alle zu jagen.
Aus Lasttierrippen machte sie sich ein zweites Paar Füße, sodass sie über den Schnee gleiten konnte und kein Tier sicher war. Sie wurde zu einer Jägerin ohnegleichen, besser als jeder Gott. Odin selbst wollte sie zur Braut nehmen. Er glaubte, sie würde ihm starke Söhne schenken. Doch sie verschmähte ihn. Und für diese Beleidigung schwor Odin Rache. Es wurde verkündet, dass die Asen ein Adler plagt, der die kostbaren goldenen Äpfel der Iden stiehlt. Nicht einmal der beste Bogenschütze unter den Göttern könnte ihn erlegen. Odin wusste, Skavi würde der Versuchung nicht widerstehen können, ihr Talent zu beweisen. Und sie ging auf die Jagd. Skavi spürte den Adler auf, wo nur sie über den Schnee gleiten konnte, und schoss einen ihrer unfehlbaren Pfeile ab. Als sie ihre Beute holen wollte, war dort kein Adler, sondern ihr eigener Vater, der arme Thiassi, von seiner eigenen Tochter getötet. Sie wurde von Trauer und Scham überwältigt, denn nichts ist dermaßen widernatürlich wie ein Kind, das seinen Vater tötet. Skavi ergab sich ihrem Schicksal, als der Winter seinen Mantel ausbreitete, ihren Vater im Arm, so wie der Berg sie hielt, in ewig währender Umarmung. Das war traurig. Wir machen später weiter. War mehr als traurig, muss ich sagen. Autsch, 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 beruhig dich! Okay. Die Geschichte war mit die traurigste bis jetzt, oder? Was? Jetzt reicht's aber, oder? Robustes Schild des Mutes. Da kommen wir nicht dran. Okay. Mann, Mann, Mann. Was für Geschichten der erzählt. Also, Atreus ist noch viel zu jung für sowas. Okay. Und die Kiste nehmen wir natürlich mit. Ja, ihr seht das schon, ne? Mal eben hier von A nach B reisen, das geht einfach nicht so gut. Wir müssen schon hier und da noch die Nebensachen erledigen, uns umsehen und so weiter und so fort. Um vor allen Dingen auch die ganzen wichtigen Gegenstände mitzunehmen, die wir zum Verbessern und so weiter und so fort brauchen. Kommen wir nicht dran, okay. Was ist das hier? Okay, gar nichts. Hier oben drauf waren wir ja schon, oder? Das dürfte jetzt eigentlich... Hier haben wir ja die Geister befreit damals. Schon einen Geist, glaube ich. Junge. Ja, Vater! Das kommt ins Tagebuch. Die Strafe der Asen. Kapitän Erik, es ist unsere Schuld. Wir fanden einen Weg in eine der Asgarder Bibliotheken, vor denen du uns gewarnt hast, und nahmen an einem Tag mehr Gold an uns, als wir in Jahren des Tauchens verdienen könnten. Doch das Gewitter, das unsere Flotte sinken ließ, während des Sturms hatte ich eine Vision. Thor Höchst selbst kam zu mir. Er schien mit einem Blitzschlag auf dem Deck der Marusuden und forderte Vergeltung. Wir stahlen von den Göttern, sagte er, und müssten dafür büßen. Es folgte ein greller Lichtblitz und dann wurde alles dunkel. Als wir erwachten, waren wir hier gestrandet. Wir haben den Schiffsbruch irgendwie überstanden, obwohl ich befürchtete, dass das Teil der Strafe der Asen ist. Jetzt sind wir gezwungen, unsere letzten Tage auf den Klippen zu fristen, umgeben von Hellläufern und Hatzelwürmern. Wir verhungern und gehen einander an die Kehlen. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wird Ergias Verständnis für mich haben? Wird Rahn barmherzig sein? Oder werden sie mit mich verstoßen und in Hehl erfrieren lassen?
Ich schätze, es ist mir nicht bestimmt, das zu wissen. Es tut mir leid, Kapitän Erik. Naja. Ja, ja. Legt dich nicht mit den Göttern an, kann ich nur sagen. Legt euch nicht mit den Göttern an. Mache ich das jetzt? Ich habe das Sprenggefäß gesehen, aber wie komme ich da dran? Das geht noch weiter nach oben, natürlich. Ja, 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 was ist das denn? Ein Aufzug. Eieieiei, das wird ja immer spannender. Okay, wir gehen noch weiter nach oben. So. Okay, so komme ich da unten hin. Das hat sich schon mal geklärt. Das bekommen wir noch nicht auf. Ich glaube, das ist gedacht, wenn wir von der anderen Seite kommen, oder? Ich glaube schon. Für den Riss da unten. Aber die sind eh noch zu schwer für uns. Wir gehen hier mal runter. Wir können da oben drauf. Okay. Oh. Okay. Nehme ich gerne mit. Gut zu wissen. Okay, dann noch einmal in das Boot rein und einmal hier runter. Dankeschön. Und... Dankeschön. Ein Axtknauf. Ein seltener Axtknauf. Geringe Frostexplosion. Nee. Für den Blitz ist eigentlich ganz cool. Auch wenn ich auf lange Sicht sagen muss, dass ich lieber was Defensives hätte. Au. Okay, wir dürfen nicht zu früh springen, alles klar. Kommen wir hier auch runter? Nee, ne? Okay, dann müssen wir einmal zurück. Hä, natürlich kommen wir hier runter. Hier kommen wir runter. Okay, so. Dann müssen wir jetzt einmal zurück ins Bötchen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Der Ausflug hierhin. Kann ich mich nicht beschweren. Rein ins Bötchen. Und dann habe ich hier gerade zwei Sachen sogar gesehen, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und zwar haben wir hier einmal, mal da. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Wir waren am Ende von Skadis Geschichte angelangt, als sie feststellt, dass Odin sie mit einer List dazu gebracht hatte, ihren Vater zu töten. Ja, bei den Riesen nimmt leider selten etwas ein glückliches Ende. Okay. Aber wie schön, dass die sogar diese besonderen Ausdrucksweisen da eingebaut haben, ne? Dass der jetzt sagt, ja, wir waren am Ende angekommen. Ne? Das wird nicht einfach fortgesetzt. Sondern richtig schön erzählt. Neues Dock entdeckt. Das sieht nach Gegnern aus, oder? Habe ich gar nicht erkannt. Ehrlich nicht. Go!
Okay. Uah. Autsch. Cool. Zauber, Resistenz gegen Brandschaden. Cool. Neuer Eintrag. Feuervergessenen. Ich konnte seine Hitze vom Boot aus spüren. Ich schätze, jetzt wissen wir, was mit all den zerstörten Schiffen passiert ist. Vergessenen Herz, fester Stahl. Hört sich doch super an. Und nicht mehr den Rage-Modus gebraucht. Also diese Feuervergessenen sind okay, die anderen mit diesem blöden Strahl gehen mir ordentlich auf den Keks. So. Das ist jetzt so mein Resümee, wenn ich jetzt die verschiedenen Arten bewerten müsste. Eine Schatzkarte, toll! Schöpfungsinsel. Warum die anbeten, die von anderen geschaffen wurden? Ich verehre Buri, den ersten unter den Göttern und Vater der Asen. Ich habe ihm zu Ehren ein Tribut auf der Insel hinterlassen. Haben wir Buris Tribut nicht gefunden auf der einen Insel? War das nicht Buri? Und da kommen wir noch nicht weiter, glaube ich. Kann das da oben runterwerfen? Wahrscheinlich irgendwie. Okay. Es ist aber schon Wahnsinn. Ihr seht das ja selber, ne? Da kommt die Aussage, See ist wieder ein bisschen tiefer geworden. Was bedeutet das im Nachhinein? Unglaublich viel Neues entdecken. Ich habe eine Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Ginnungagap, die große Leere. Es gab noch keine Welt, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervor ging... Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang ihm ihres Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Okay, tut mir echt leid, ne? Aber ich will jetzt auch nicht jedes Mal dann eine Viertelstunde stehen bleiben oder sowas. Wir müssen mal ganz kurz gucken, dass wir... Bis nach da oben. Ach Gott, guck mal da, so geht das. Okay, ich dachte, wir müssen dafür noch irgendeinen neuen Freischaltungsgegenstand finden oder sowas. Aber wenn das so geht, dann können wir das natürlich auch gerne machen. So, dann einmal hier rüber, dann wird hier wahrscheinlich auch irgendeine Sprengmöglichkeit sein, da hinten tatsächlich. Okay, das habe ich mir deutlich komplizierter vorgestellt, als es tatsächlich ist. Dann müssen wir hier jetzt noch einmal hoch. Ich hoffe, ihr habt es vielleicht gesehen, da war ja eine Seilrutsche. Ne? Mit einer Seilrutsche kommen wir quasi hinten auf die Insel. So, dann da auch nochmal hoch. Dann hier nach... Genau. Hier raus. So. Hier nach oben. Neuen Ort entdeckt. Okay. Hier waren wir aber doch vorhin schon. Und da rechts ist die Seilrutsche. Seht ihr das? Dann müssen wir hier jetzt rüber. Ah, wenn schon die Kampfmusik anfängt, ist das kein gutes Zeichen. Zumindest kein gutes Zeichen auf ein friedliches Unterfangen hier an der Stelle. Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Ein was?
Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ach du Schande. Waren das jetzt Werwölfe oder was? Vulva, sie sehen aus wie Wölfe, gehen aber aufrecht und sind viel klüger und stärker und schneller. Und dichtes Fell schützt sie sehr gut. Sie erinnern mich ein bisschen an die Berserker, die Vater letzten Sommer besiegt hat, aber halt Wölfe und keine Bären. Oh weia. Ein bisschen Hacksilber, Weltenschlangenschuppe, das ist ja fabelhaft. Wir gehen nach oben. Viecher. Hab ich hier fast Mitleid mit. Aber auch nur fast. Da ist Rad Nummer 1. Nee. Ja, das sieht gut aus. Das ist weg. Hier sehe ich nichts. Wahrscheinlich von hier aus, ne? Hier so. Hier. Ja. Okay, das war Stein Nummer 1. Hier haben wir den Geist befreit. Ich muss das irgendwie weiter hier? Nee, ne? Nee. Nee, nee. Das bringt uns nicht weiter, aber da könnte eine Kiste stehen unten. Nee. Ah, oder doch? Aber da kommen wir nicht runter. Oder doch? Okay, wir kommen hier runter. Ja, ja. Habe ich kurz so gedacht, als wäre da nicht irgendwas. Das ist doch die Möglichkeit, da etwas zu verstecken, womit man nicht direkt rechnet, weil man denkt, da war ja vorher eh nichts. So. Her damit. Bester Stahl. Weltenschlangenschuppe, das ist super, weil den festen Stahl brauchen wir für den Atreus-Bogen und für unsere Ausrüstung. Das ist Gold wert. So. Okay, jetzt ist die Frage nur, wie wir jetzt da hinten an die Runen kommen. Da war gerade ein Rabe von Odin. Kommen wir den? Ne, nicht von hier aus. Okay, ja, das haben wir. Die Kiste haben wir auch. Da. Da. Und jetzt kommen wir hinten dran. Ach, ist das kompliziert, aber einfach. Kompliziert, aber einfach. Jetzt kommen wir da dran. So. Jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt kommen wir da noch nicht dran. Nö.
Nö. Na, komm schon. Jo. Ja, fehlt noch ein Ding. Wo ist denn das überhaupt? Da unten. Jo. Ta-ta-ta-ta. Nee, einmal rüber bitte. Dankeschön. Okay. Cool. Haben wir das auch hinbekommen. Ein bisschen aufwendiger als sonst, aber wir haben es geschafft. Nach oben. So. So. Bitte kein Drache. Ich hab so ein ungutes Gefühl mal wieder. Okay. Damit bin ich einverstanden. Bitte einen Apfel. Bitte, gebt mir einen Apfel. Schwerer Runenangriff, ja, oder so. Was ist denn das? Nee. Steigert den Radius. Hier sieht's krasse Moves, oh yeah. Wie sieht's hier aus? Erhöht den Frostschaden und erhöht bei Berührung mit Gegnern oder Oberflächen die Größe der Explosion. Bam. Na gut, machen wir einfach mal. Kostet zwar total viel EP, aber egal. Und makelloses Erz der Welt. Ein makelloser Stein, der ein Gemisch seltener Metalle enthält. Verbessert eine mächtige Rüstung, kann nur in der Eisenbucht gefunden werden. Das ist schön. Und wir haben es gefunden. Okay. Gut, runter. Runter, runter, runter und zurück zum Boot. Kommen wir hier überhaupt zum Boot? Nö. Wir müssen den Weg hinten lang gehen, den wir freigesprengt haben. Okay, gut, aber das war's jetzt wirklich, glaube ich, soweit, oder? Ich möchte jetzt schon gerne noch diese blöde, von mir nicht direkt gesehene Höhle da lang rudern. Aber das ist ganz gut, weil, guck mal, was wir jetzt alles gefunden haben. Also die Ausflüge lohnen sich auf jeden Fall. Alleine diese ganzen Samendinger da, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil wir dadurch hier im Nachhinein unsere Werte dauerhaft verbessern können. Oh, zu den Plätzen. Zwei Plätze haben wir hier. Abwehr erhöht. Stärke erhöht. Qualität. Okay. Ja, aber langsam sind die so ein bisschen voller, ne? Die Balken so ein bisschen voller. Jetzt nicht viel voller, aber so ein bisschen. Okay, gut, yo, das haben wir. Ich glaube, dann können wir jetzt wirklich zur Höhle, an der wir ja sogar vorbeigesegelt sind. Das heißt, wir müssen einmal hier aus der Bucht raus. Da hinten hängt aber noch so ein einmaliger Boni. Und hier haben wir noch Gold. Das heißt, wir müssen eigentlich den ganzen See abfahren, das ganze Zeug mitnehmen. In der Legende von Ymir, dem ersten Riesen, tauchen nun die Asengötter auf. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Nieder. Lüsterner Tyrann! Ymir? Ah, tut mir leid. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Odin hat wirklich viel Dreck am Stecken, muss ich sagen. Nach den ersten Geschichten, die wir jetzt so gehört haben, ist das echt übel. Ja. Schönes Schiff da hinten gerade übrigens.
Mal schauen, wo wir rauskommen, ne? Wir können mit dem Boot hier anlegen. Okay, Geheimbereich entdeckt. Landsudre-Minen. Hey, wir haben es gefunden. Tatsächlich der richtige Weg, okay. Okidoki, meine Güte, war eine schwere Geburt, oder? Also im Nachhinein einfacher, als ich dachte, aber weil es meiner Meinung nach nicht ganz so klar formuliert, falsch gesagt, nicht ganz so klar, erklärt wurde, war es ein bisschen schwierig, sich den Weg zurechtzulegen. Wobei, wenn man die gestrichelten Linien beachtet hätte, hätte man es ja ganz leicht gefunden. Okay. Da unten ist er ja. Und ein Schnellreisepunkt. Sieh an, wer beschlossen hat, auf. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Sandvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Antwari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Antwari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastle ich etwas echt Nettes für euch. Hey, hey, vergesst euren Zugangstein nicht. Voll, jetzt müssen wir auch noch mit einem Zwerg im Ring klarkommen. Es wird ja immer lustiger. Okay, ja, den Hammer suchen. Dafür sind wir hier. Machen wir auch. Boah, hab ich die Axt denn vergessen? Vasen brauchen wir nicht. Okay, und rein mit dem Zugangsstein. Andvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Tut mir ein bisschen leid, der arme Zwerg. Ah, nee. Gönnen wir mal schnell hier ein bisschen Heilung, so. Noch einer mehr. Oh, wobei. Sie haben uns. Ach, Quatsch. Mensch.
So leicht bekommt uns niemand. Okay. Da oben drauf ist etwas. Nee, du musst schon herkommen. Jetzt kann er doch springen, oder nicht? Hm. Wahrscheinlich muss ich das erst runterfahren oder sowas. Oh, die Armen. Andvari sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehörte. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. Ach, hör auf. Ja, ich denke mal, wir sollten den Rage-Modus halt schon häufig einsetzen. Häufig, nicht immer, nicht unnötig häufig, aber schon so häufig, dass wir den benutzen. Das macht jetzt keinen Sinn, dass der immer voll aufgeladen ist und wir den nie anwenden. Man, ihr versteht schon. Okay, da ist jetzt wieder hier ein kleiner Schleichweg, wenn wir nämlich hier runtergehen und dann nicht ganz runter, sondern hier zur Seite. So. Haben wir hier eine Kiste. Okay. Und wir packen unser Säckchen und nehmen mit ein bisschen festen Stahl und Weltenschlangenschuppen. Bin gespannt, was uns Brock dann schmiedet, wenn wir seine vollen Sachen hier finden. Meine Güte. Hey, ich hasse Nachtmarvin. Der arme Ring. Okay. So, zack. Was haben wir hier? Hacksilber. Mal hier. Gut, jetzt direkt vor mir aufzuploppen, war vielleicht auch nicht die beste Idee für diesen Nachtmar, muss ich dazu sagen. Okay, wir bekommen noch mehr festen Stahl, noch mehr Weltenschlangenschuppe, das ist ja super.
Mir sieht ja alles ein bisschen zu sehr nach... Was denn? Aufzug. Ein bisschen zu sehr nach Dunkelalben aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheint der richtige Weg zu sein. Wofür ist der Aufzug? Das ist wieder verwirrend hier. Aufzug. Ein Weg raus, oder was? Junge. Ja. Hey, noch ein. Nie nieder vor Tor. An den Füßen von Tor. Ach, hör auf. Ah, bei dem Schrein, da waren wir ja. Ich habe gelebt, um den Gott des Donners zu dienen und meinen Schatz dort vergraben, wo alle Bewohner Midgard sein sollten, zu Füßen des Gottes der Götter. Okay, das ist also später der Ausgang. Gut zu wissen. Und einmal hier durch. Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Nein. Schaden oder nicht? Doch, das macht ihm tatsächlich Schaden, das ist ja cool. Dann erledigt. Ja, was ist mit dem? Ein toter Seelenfresser. Tot, okay. Was macht ein Seelenfresser überhaupt hier? Was meinst du mit, ist es eure Schuld? Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Kann ich aber auch verstehen, der arme Kerl. Ach, hier geht's hoch. Ich Blindfisch. What is this? The world, sir.
Korvus! I am! What is it saying? He wants to help us! PlayStation.